Moin moin liebe Chromebook-Fans und herzlich willkommen zu dieser Breaking News. Das 17 Zoll Chromebook kommt. In diesen Minuten stellt Acer auf ihrer Global Press Conference mit dem Chromebook 317 ein Einstiegs-Chromebook mit großem 17 Zoll Display vor. Damit kommt Acer dem Wunsch all derjenigen nach, die sich ein wirklich großes Display in einem Chromebook wünschen. Interessant könnte dies zudem in Kombination mit Cloud-Gaming-Anbietern wie Google Stadia oder GeForce Now werden, da hierbei keine teure Hardware benötigt wird, das große Display aber sicher gut zum Zocken geeignet ist. Das Chromebook 314 ist ja aus meiner Sicht eines der besten Notebooks unter 400 Euro am Markt und Acer bringt das Einstiegs-Chromebook nun tatsächlich mit einer ARM-CPU von MediaTek auf den Markt. Das verspricht nochmal eine deutlich bessere Akkulaufzeit bei wahrscheinlich besserer Leistung gegenüber der Celeron-CPU. Das Spin 311 von Acer kommt beispielsweise dank ARM-CPU auf bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit. Außerdem wird es ein Update zum Chromebook Spin 713 mit Fingerprint Reader und einer neuen CPU-Generation geben. Das neue Chromebook 514 wird es mit Intel-CPUs geben. Wie ihr seht, es tut sich einiges am Chromebook-Markt und Acer baut sein Portfolio weiterhin aus. Insbesondere der Schritt in Richtung 17 Zoll dürfte den ein oder anderen von euch freuen. Ich zumindest habe den Wunsch nach einem 17 Zoll Chromebook immer mal wieder in den Kommentaren wahrgenommen. Was sagt ihr zu den Ankündigungen von Acer auf der Global Press Conference? Und wäre ein 17 Zoll Chromebook etwas für euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video.